So, dann begrüße ich euch ganz herzlich. Guten Morgen zur kurzen Breakout-Session zum Thema oder Spotlight-Session zum Thema Literaturauswertung oder Literaturanalyse. Und ich möchte zeigen, wie man mit Max QDA die Literaturarbeit ganz allgemein verbessern kann. Und zwar in mehreren Phasen, sowohl was das Recherchieren der Literatur angeht, als auch was das Auswerten der Literatur angeht und auch was das Berichtschreiben angeht. Ja, im Handout ist dieser ganze Prozess mal dargestellt mit Bildern aus meiner Diplomarbeit und ja, an diesem Projekt werden wir uns mal anschauen, welche Vorteile das Ganze bringt, wenn man auch schon in der Literaturarbeit mit Max QDA arbeitet. So als allgemeiner Hinweis dazu, was wir dann hier machen oder was ich vorschlage, ist im Prinzip, dass wir eine qualitative Inhaltsanalyse, eine einfach qualitative Inhaltsanalyse mit der Literatur machen, die wir aufbereiten wollen. Also wir schreiben eine Arbeit, schreiben einen Theorieteil in dieser Arbeit und verwenden dann im Prinzip unsere Literatur, egal ob es die Primärliteratur ist oder auch Sekundärliteratur, die wir zum Beispiel erstellen, wie Exzerpte, die mit Max QDA zu kodieren und auszuwerten. Und so hat man am Ende zum Beispiel sehr schnell die Möglichkeit, eine Belegsuche durchzuführen. So habe ich es dann geschafft, dass ich in meiner Diplomarbeit so ziemlich bei jeder Aussage bis zu 5 Quellen zitiert habe. Einfach, weil ich über einen Knopfdruck, also durch einen Code aktivieren, ja, direkt gesehen habe, wer diese Aussage getätigt hat und dann sehr schnell drangekommen bin. Also im Prinzip machen wir eine einfach qualitative Inhaltsanalyse, nur nicht mit Interviews, Fokusgruppen oder ähnliches, sondern diesmal einfach entweder mit Primärliteratur oder mit Sekundärdokumenten zu dieser Literatur. Das ist nicht, also was ich hier zeige, übernommen aus dieser PDF-Datei, aber diese PDF-Datei empfehle ich, die gibt es auf der Max QDA Webseite, aber unten gibt es auch in 2 Sprachen als Print-Ausgabe, also als Broschüre hier, Literatur-Reviews mit Max QDA. Und ja, das ist ganz gut, auch nochmal zum Querlesen und Mitnehmen, also liegt unten umsonst rum. Und was ich hier zeige, ist aber ja nicht daraus abgeleitet, also wenn Sie sich dann nochmal das hier anschauen, diese PDF-Datei oder in die Printausgabe, dann werden Sie sehen, dass das sich ganz gut ergänzt oder man dann verschiedene Ideen bekommt in dieser PDF. Da findet man auch zum Beispiel Hinweise dazu, wie allgemein Literatur ausgewertet wird. Das werde ich jetzt hier nicht besprechen, sondern setze ich mal voraus, dass Sie schon mal mit Literatur gearbeitet haben oder die ausgewertet haben oder ein Theorieteil oder eine theoretische Arbeit geschrieben haben. Ja, das Erste, was ich mal zeigen möchte, ist, wie man die Daten importiert. Und man sieht es auch im Handout, also ich mache das Ganze mit 3 verschiedenen Dateitypen, nämlich mit, ich gehe mal kurz in den Ordner rein, mit Volltexten der Literatur. Hier habe ich einfach ein paar PDF-Dateien, das sind alles Auszüge aus dem Handbuch der Frauen- und Geschlechterforschung. Ups, hatte ich gerade das Skript im Weg. Ja, also hier habe ich Primärliteratur, die ich mir einfach runtergeladen habe. Das ist ein Buch vom VS Verlag oder Springer VS, da kann man ja alles als PDF direkt bekommen, sodass ich das natürlich auch direkt in Max QDA, wenn ich wollte, kodieren könnte. Dann habe ich hier aber auch Sekundärdokumente. Das sind eben von mir erstellte Exzerpte. Ich öffne davon mal kurz eins. Und weil ich die Exzerpte im Hinblick auf die Auswertung erstellt habe, habe ich die auch nicht in Form eines Fließtextes geschrieben, sondern ich habe die hier mit Spiegelstrichen geschrieben und ich habe hinter den Spiegelstrichen oder hinter den einzelnen Punkten, die ich hier zusammenfasse, auch immer direkt eine Seitenzahl eingegeben. Also ich habe hier ein Exzerpt, da habe ich einfach ein ganzes Buch exzerpiert und die für meine Arbeit wichtigsten Sachen rausgeschrieben, aber auch immer direkt die Seitenzahl dahinter geschrieben, sodass ich, wenn ich das nachher kodiere und eine Coding-Suche durchführe, um die Aussagen, die Quellen zu einer Aussage zu finden, sodass ich dann nachher die Möglichkeit habe, auch direkt die Seitenzahlen abzuschreiben und dann wirklich nur noch den Titel, die Autorinnen und die Seitenzahl übernehmen muss und das Jahr und mir das Ganze schon so von Max QDA ausgegeben wird. Und der dritte Dateityp oder die dritte Art von Daten, das sind diese bibliografischen Daten. Und RIS, das ist ein Dateityp vergleichbar mit RTF. RTF, was bei Textdokumenten RTF ist, dieses offene Textformat, ja, was auf Mac, auf Windows unabhängig vom Textverarbeitungsprogramm geöffnet werden kann. Sowas gibt es eben auch im Bereich der bibliografischen Daten und das ist das RIS-Format, also sozusagen der Standard, um bibliografische Daten zu fassen.
Und diese RIS-Dateien, die bekommt man zum Beispiel, wenn man ein Literaturverwaltungsprogramm hat. Dann kann ich immer ins RIS-Format exportieren. Ja? Die haben natürlich so Literaturverwaltungs- oder Zitationsmanager, die haben ihre eigenen Dateiformate immer auch. Aber RIS ist eben das allgemeine, das Standard- oder Basisformat, in das man auch immer exportieren kann. Und was ich hier gemacht habe, ist jetzt, dass ich eine Reihe von Büchern eben exportiert habe. Und ein Buch ist in dieser Datei. Diese RIS-Datei, wie man sieht, kann ich mit einem ganz einfachen Texteditor öffnen. Und so sieht so ein Bucheintrag in der RIS-Datei aus. Das erste, was wir links haben, das sind Tags, die sagen einem, sagen dann oder standardisieren, welche Information dahinter steht. Also zum Beispiel Haupttitel, Untertitel ist hier T1, T2. Und dann bekomme ich daneben eben die Information. Ah, danke schön für den Hinweis. So? Super, danke. Ja, genau. Hier auf der rechten Seite haben wir dann eben den Input dazu. Und ein Block ist jeweils ein Literatureintrag. Diese Dateien bekommen wir, wie gesagt, aus dem Zitationsmanager oder Literaturverwaltungsprogramm. Aber auch wenn wir bei gewissen Bibliotheksseiten online nach Titeln suchen oder im Web of Science, ja, wenn wir da eben eine Suche durchführen, Schlagworte eingeben, dann sehen wir die ganzen Treffer nachher, die Aufsätze, Bücher und so weiter. Und wir können dieses Suchergebnis als RIS-Datei exportieren oder speichern von der Seite. Und das können wir auch manchmal bei Bibliotheken machen. Nicht alle Bibliotheken, Unibibliotheken bieten das an, aber manche. Und der erste Schritt, den man machen könnte, wäre eben, dass ich zu meinem Thema, in diesem Fall ist es Geschlecht und Arbeit oder geschlechtsspezifische Arbeitsmarktungleichheit, eine Literatursuche durchführe und dann diese RIS-Datei speichere. Und dann habe ich eben so eine Datei, wie wir hier sehen, mit verschiedenen gefundenen Literatureinträgen und immer so einem kurzen Abstract, also AB hier ist Abstract. Und dann können wir hingehen und auf Basis dieser Daten zum Beispiel die Literaturrecherche beginnen. Wir könnten jetzt diese ganzen Suchergebnisse in MaxQT reinladen und dann diese Abstracts kodieren und darüber herausfinden, welche Literatur für uns eigentlich relevant ist. Ich mache das jetzt mal, ich starte mal MaxQT und input hier erstmal diese verschiedenen Dateitypen, die wir hier sehen, damit wir das Ganze mal technisch sehen in der Software. So, ich habe eine neue Projektdatei erzeugt und das erste, was ich mache, ist mal die Daten zu importieren. Ich importiere mal direkt alle verschiedenen Dateitypen, aber wenn man jetzt in der ersten Phase der Literaturrecherche hingehen würde, dann würde man wahrscheinlich nur bibliografische Daten erstmal importieren. Also eben meine Katalogsuche in MaxQT importieren, um dann herauszufiltern, was ist denn die Literatur, die ich dann wirklich nochmal näher betrachten sollte oder mir ausleihen oder besorgen sollte. Und diese RIS-Datei, die kann ich nicht, wie ich es gewohnt bin, per Drag and Drop in MaxQT reinziehen, weil das ist ein Typ strukturierter Daten. Das heißt, MaxQT kann für mich, wenn ich das nicht nur per Drag and Drop reinziehe, also ich kann das theoretisch schon machen, glaube ich, nee, okay, kann ich nicht. Jedenfalls, wenn ich möchte, dass MaxQT Sachen für mich vorbereitet oder aufbereitet, die Daten, dann kann ich ja diese Dateien nicht per Drag and Drop reinziehen, vielleicht kennen Sie ja schon, sondern ich muss dann hier im Import-Menüband einen dieser Sonderimportwege nutzen. Und dann weiß MaxQT, dass von ihm erwartet wird, dass die Daten aufbereitet werden. Und hier kann ich auf bibliografische Daten klicken. Ich gucke nochmal kurz Erklärung, was hier eigentlich passiert. Und dann kann ich anschließend meine Daten auswählen. So, also hier ist die RIS-Datei und die wähle ich jetzt aus und dann werden wir auch gleich schon sehen, dass es von MaxQT aufbereitet dargestellt wird, denn ich habe jetzt nicht hier eine Datei drin, eine Textdatei, wo alle Einträge untereinander drin sind, sondern, und das gilt hier für alle Sonderimportwege, die strukturierte Daten importieren können. Hier wird dann nachher jeder einzelne Eintrag sozusagen als einzelnes Dokument oder als einzelner Fall dargestellt. Und wenn ich auf ein einzelnes Dokument draufklicke, dann sehe ich auch, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, als es gerade in der RIS-Datei aussah. Ich gehe da nochmal rein. Denn diese Tags, die hier vorstehen, die hat MaxQT rausgenommen, hat aus diesem Tag einen Code erzeugt und hat den Eintrag dahinter, also die Information mit diesem Tag kodiert. Und das sehen wir hier. Also hier steht jetzt nur noch Book und dafür wurde vorher dieser TY-Tag rausgenommen,
oder wird jetzt hier nicht mehr dargestellt, sondern aus dem wurde ein Code TY Type of Reference erzeugt und diese Information damit kodiert. Und dadurch habe ich jetzt schon mal automatisch das aufbereitet. Also ich habe hier als einzelne Einträge die Literatur, die ich gefunden habe durch eine Suche oder die ich aus meinem Zitationsmanager raus exportiert habe. Und hier unten habe ich dann im Codesystem eben die einzelnen Texte dargestellt. Und so hätte ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn mich nur Quellen aus bestimmten Jahren interessieren, ja, ich mache mal eine einfache Coding-Suche, indem ich hier oben alle Fälle aktiviere. Und zum Beispiel, was ist Publication hier? Da. Diesen aktiviere und dann kann ich zum Beispiel gucken, wenn mich jetzt nur Literatur aus einer bestimmten Zeit interessiert, welche Quellen sind das hier. Aber das kann ich natürlich auch mit den anderen Texten machen, aber das, wofür es hier besonders interessant ist, ist auf die Abstract zu gucken. Also, dass ich die Literatur durchgehe, die einzelnen Einträge und hier mal auf das Abstract schaue. Und wenn ich schon so eine Vorstellung zum Beispiel habe, wie mein Theorieteil nachher gegliedert werden soll, also ich hatte ziemlich früh eine Vorstellung, dass ich zumindest im Theorieteil eine grobe Gliederung haben will in Makro-, Mikro- und Meso-Ebene, also drei gesellschaftliche Ebenen, von der gesamtgesellschaftlichen bis zur individuellen Ebene. Und das war meine Grobstruktur. Jetzt könnte ich hier hingehen und schon mal diese drei Ebenen im Codesystem ansiedeln und dann kann ich die ganzen Abstracts durchschauen und schauen, welche Themen hier besprochen werden und dann auch induktiv neue Codes erstellen. Also ich mache hier ein einfaches, deduktives, induktives Codieren, je nachdem. Ja. Wenn ich noch nicht weiß, wie die Struktur meiner Arbeit aussehen soll, dann muss ich erstmal rein induktiv aus dem Material raus codieren. Wenn ich aber schon eine grobe Vorstellung habe, wie ich das Ganze strukturieren könnte, also zumindest bei mir Makro-, Meso-, Mikro-Ebene, dann kann ich das eben hier im Codesystem anlegen. Ich möchte mal jetzt nicht zeigen, wie ich hier dran kodiere, weil ich denke, das wissen Sie einfach, markieren die gewünschte Stelle und ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte noch einen induktiven Code erstellen, indem ich das Kontextmenü öffne und jetzt hier einen neuen Code mit dem jeweiligen Thema erstelle. Aber ich möchte das lieber einen Schritt weiter zeigen und zwar, wir haben jetzt die RES-Datei drin und ich lade mal noch die anderen zwei Dateitypen rein. Die Sekundärdokumente, also Exzerpte von mir und die Volltexte der Literatur, die kann ich jetzt wiederum einfach per Drag-and-Drop, also über den einfachsten Importweg, wie ich auch Interviews oder ähnliches importieren kann, hier reinziehen, denn da kann MaxQDA keine Datenaufbereitung für mich machen. Wie gesagt, im ersten Schritt kann ich hingehen auf Basis dieser auf Basis der bibliografischen Daten die Abstracts analysieren, um dann zu gucken, was ist überhaupt für mich thematisch interessant. Aber wenn ich dann die thematisch interessante Literatur rausgesucht habe, dann kann ich diese hier auch einlesen. Ja, oder wenn ich die interessante Literatur schon ohne MaxQDA rausgesucht habe, ja, dann kann ich die direkt hier einlesen und dann könnte ich auch hingehen und hier natürlich entsprechend eine Codierung vornehmen. So, was ich aber gemacht habe, ist, ich in diesem Projekt, ja, ich habe erst die Abstracts erstellt, ganz normal, ohne MaxQDA und erst die Exzerpte habe ich dann in MaxQDA bearbeitet. Also die sehen dann so aus, ich habe ja gerade schon mal eins geöffnet, ich habe hier die Information mit der Seitenzahl dahinter. Und jetzt öffne ich mal eine spätere Projektdatei, wo man dann das wirklich mal mit Codes und Codierungen sehen kann, um das ein bisschen besser zu verstehen. So, hier ist mein Codesystem jetzt schon drin. Also das sind jetzt Punkte, die ich schon einfach im Kopf hatte, die ich nicht induktiv aus dem Material heraus erzeugt habe, sondern die mir vorher klar waren. Eben die Grobunterteilung in Makro-, Mikro-, Meso-Ebene und dann gab es auch noch einen Abschnitt im Theorieteil zum Individualisierungstheorem, also der Vorstellung, dass in der modernen oder heutigen Gesellschaft alle individuell sind und es keine kollektiven Bezüge mehr gibt oder kollektive Diskriminierung oder ähnliches. Das waren so die großen Komplexe und da waren mir auch schon durch zig Literaturquellen, die ich gelesen habe, so ein bisschen die Unterteilung klar und deshalb habe ich hier noch ein paar deduktive Subcodes erstellt, wie zum Beispiel, dass der Arbeitsmarkt horizontal und vertikal segregiert ist, also nach Tätigkeiten und auch nach Einkommen. Ja, oder das Thema Produktion, Reproduktion, also im Prinzip Privatheit und Öffentlichkeit, mit dem auch
ja, Hausfrauisierung oder die doppelte Vergesellschaftung von Frauen und so weiter einhergeht. Diese Themen waren mir vorher klar und das habe ich erstmal alles hier als deduktives Codesystem angelegt. Und dadurch hatte ich schon mal eine Grobstruktur, die mir hilft, das Material zu kodieren und das auch direkt so zu kodieren, dass das Codesystem sehr nah an dem ist, wie ich nachher die Struktur vom Bericht haben will. Und das ist auch das Schöne daran, wenn man es mit MaxQDA entwickelt oder wenn man es auf diese Art entwickelt, wenn man noch nicht weiß, wie man die Sachen sortieren soll, die Informationen, ja, dann kann man hier durch dieses Codieren und das Codesystem arrangieren sehr gut sich das erarbeiten, wie man die Informationen darstellt, also in welchen Zusammenhängen, Reihenfolgen und so weiter, wie man das eben systematisiert, dieses ganze Wissen. Also es war nur eine Diplomarbeit, aber da habe ich trotzdem 150 Quellen für gelesen und ich glaube 80 habe ich davon exzerpiert oder 70 und dann hier durchcodiert. Wie gesagt, das ist das Startcode-System mit den deduktiven Codes und ich öffne jetzt direkt mal die nächste Version, in der ich dann schon Dokumente, vor allen Dingen Exzerpte, kodiert habe und dann werden wir auch gleich den Vorteil sehen, den das Ganze mit sich bringt. So, hier sieht man meinen Volltext in der Literatur, da ist nichts passiert. Die habe ich nur so zum Demonstrieren, dass man auch direkt mit den Volltexten beginnen kann, um zu exzerpieren, reingezogen. Genauso bei den bibliografischen Daten, da ist nur die Autokodierung drin, da habe ich auch nichts gemacht, denn ich hatte die Literatur soweit schon gefunden. Das ist wie gesagt nur zum Demonstrieren und wir schauen jetzt hier auf die Sekundärdokumente, also meine Exzerpte. Und da bin ich einfach hingegangen und habe diese deduktiven Codes angewandt innerhalb der Exzerpte, wo sie relevant sind und habe dabei aber auch neue Codes erzeugt. Also wenn wir hier mal ins Codesystem schauen unten links, dann sehen wir, dass hier jetzt viel mehr hinzugekommen sind. Zum Beispiel hier diesen Code Segregation gab es, glaube ich, gerade noch nicht, zumindest nicht mit den Subcodes. Und so habe ich jetzt ein wesentlich größeres Codesystem erhalten durchs Codieren dieser Informationen in meinem Abstract. Und das hilft mir jetzt sehr beim Berichtschreiben, weil ich dann im Prinzip sequenziell das Codesystem durchgehen kann, um auch sequenziell meinen Bericht oder meinen theoretischen Teil des Berichts runterschreiben kann. Das heißt, ich habe hier erstmal Informationen allgemein zur Makroebene und wenn ich die gleich durch eine einfache Coding-Suche abrufe, das mache ich mal kurz, dann habe ich hier schon mal einige Codings, die ich auswerten kann, um sozusagen die Einführung für diesen Abschnitt Makroebene zu schreiben. Und dann kann ich einfach weiter runtergehen. Also ich habe, während ich kodiert habe, auch das Codesystem arrangiert, sortiert und so weiter. Es ergibt sich halt während des Codierens, dass man auf gute Ideen kommt, wie das Ganze systematisiert werden kann. Und wenn Sie ins Skript reinschauen, ich öffne das aber auch mal als Grafik, dann sehen Sie, dass das nachher das System sehr ähnlich aussieht, das Literaturverzeichnis sehr ähnlich aussieht. Ich zeige es nochmal kurz. Das hier sind die deduktiven Codes, die wir gerade hatten, in der ersten Datei. Und das hier ist ein Ausschnitt aus, nee, das ist das komplette der komplette Theorieteil im Inhaltsverzeichnis. Also auch hier bin ich sehr nah einfach am Codesystem dran. Es ist nicht so, dass jeder Code im Codesystem zu einem Abschnitt hier drin wurde, aber zumindest zu einem Textblock innerhalb eines Abschnitts. Also manche Codes wurden zu einem Abschnitt, also der Obercode Makroebene wurde zum Abschnitt Makroebene und die einzelnen Subcodes wurden dann entweder zu Unterabschnitten oder sie wurden zu einzelnen Textbausteinen in einem Abschnitt. Also es gibt hier durchaus Abschnitte, wo mehrere Codes drin verarbeitet wurden, aber dann auch sequenziell hintereinander, weil ein Thema, was durch einen Code im Codesystem repräsentiert ist, quasi das andere Thema, also worauf das andere Thema folgt, was damit zusammenhängt. Und der Vorteil, den wir dann haben, ist einfach die schnelle Belegsuche. Das heißt, ich habe das in dem Script, glaube ich, am Thema horizontal-vertikal gezeigt. Mal kurz gucken, wo wir dieses Thema haben hier drin. So, da ist es, horizontal-vertikal. Also es ist so eine Standardaussage in der Literatur aus dem Gender Studies zum Thema Arbeit, dass der Arbeitsmarkt, oder das ist allgemein, also es ist weit verbreitet, die Info, oder eigentlich liest man es in allen Büchern über Arbeit, Entschuldigung, über den Arbeitsmarkt, dass es eine vertikale und horizontale Segregation gibt. In Bezug auf geschlechtsspezifisch, geschlechtsspezifische Elemente vom Arbeitsmarkt bedeutet das eben,
dass Frauen eher in Pflegeberufe vertreten sind und Männer eher in technischen Berufen. Das bedeutet aber auch, ja, das ist dann die eine Achse, und die andere Achse ist eben, dass Männer im Top-Management ziemlich relativ alleine noch sind. Ich glaube, 11% gibt es höchstens Frauen inzwischen. Ich bin mir immer nicht sicher, schon ein bisschen länger her, dass ich mich mit dem Thema befasst habe. Ja, diese zwei Achsen, und das ist eine wichtige Information ganz am Anfang, wenn ich über diese Theorie, also wenn ich die Theorie aufarbeite und darstelle. Und deshalb kann ich jetzt hingehen und zum Beispiel den Code horizontal vertikal aktivieren und habe dann jetzt hier direkt die Auswahl von allen, die gesagt haben, der Arbeitsmarkt ist horizontal und vertikal strukturiert, segregiert, und die das auch erklären, was das eigentlich bedeuten soll. Und jetzt habe ich hier die ganzen Aussagen und kann im Prinzip direkt, wenn ich eben schreibe, der Arbeitsmarkt ist vertikal segregiert und horizontal, so wie man das auf der letzten Seite vom Skript sieht, da ist dieser Satz, der aus diesen Codings entstanden ist. Ich habe die Aussage einfach so als kurzen Satz dahin formuliert. Das war jetzt eben eine kurze Tatsacheninfo und nicht, ja, die Wiedergabe eines komplexen theoretischen Konstrukts oder ähnliches. In diesem Fall ist es nur eine Fakteninformation, die zu einem Satz wurde. Ja? Und um diesen Satz zu belegen, habe ich dann den entsprechenden Code horizontal, vertikal abgerufen und habe dann hier die ganzen Quellen und kann die dann übernehmen. Und da ich die Seitenzahlen direkt mit hinter die Spiegelstriche genommen habe, mit in die Exzerpte genommen habe, muss ich die jetzt nur noch abschreiben. Und dann kann man eben sehr schnell das machen, wie hier in diesem Beispiel, wo ich ja 5 Quellen für diese Information angegeben habe oder vielleicht sogar noch mehr Quellen. Und das ist so die bekannte Standardliteratur, die ich da genommen habe, aber auch ein paar Quellen, die zu der Zeit halt neu waren, nur eine in diesem Fall. Sonst ist es so die Standardliteratur des Forschungsfeldes, die Klassiker sozusagen. Und ja, so kann man dann eben hingehen und seinen Theorieteil runterschreiben, indem man nach und nach Coding-Suchen durchführt. Und das ist so das grobe Konzept. So, ich befürchte, wir sind schon ein bisschen über Zeit drüber. Wenn es aber noch Fragen dazu gibt, ich stehe einfach jetzt vor der Tür, ich mache nur mal Platz für den nächsten Referenten oder die nächste Referentin. Bist du wieder dran? Frei? Okay. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, ich stehe vor der Tür. Und da vorne liegen auch Flyer von mir. Das nur für Bezahlangebote, wie ich gebe den einzigen deutschsprachigen, die einzige deutschsprachige Möglichkeit, MaxQDA zu lernen online, aber auch die qualitative Inhaltsanalyse, also es gibt keine Online-Lehrangebote. Aber unabhängig von den Bezahlsachen, ja, die Adresse methoden-coaching.de ist interessant, weil wenn man da YouTube noch vorsetzt, also youtube.methoden-coaching.de, da wird in Kürze ein 1,5-stündiges Video zu diesem Thema erscheinen. Beziehungsweise auf der Seite werde ich bald ein Free-Webinar anbieten, da können Sie live umsonst dran teilnehmen, und da werde ich dann ausführlicher dieses Thema in mindestens einer Stunde behandeln. Und danach wandert das Ganze in meinen YouTube-Channel, den kann man erreichen unter youtube.methoden-coaching.de. Ja, das Ganze ist auf meiner Seite verlinkt, da sind Flyer, wenn es jemand interessiert. Hin und wieder biete ich Free-Webinare an zu solchen Themen. Gut, Dankeschön.